Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Beim letzten Mal sind wir endlich in den letzten Tempel reingekommen. Oder zumindest nehme ich mal an, dass es der letzte ist, denn das ist der vierte Stein und wir müssen nur vier Steine finden. Aber vielleicht gibt es am Ende ja noch einen fünften Dungeon irgendwie, wo wir dann gegen Dingens kämpfen müssen hier. Wie heißt denn noch die Piratin? Rusty Boots? Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Ist mir jetzt egal. So, ich habe mich eben geheilt. Dann kann der Spaß ja losgehen. Wir werden heute den Tempel machen. Und ich verwandle mich direkt mal hier in unsere neue, schöne Advanced Genie Form, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Den kleinen Pirat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der hat einen eigenen Namen. Ja. Und ich habe mich mal ein bisschen gespoilert, mehr oder weniger. Ich habe mir angesehen, was wir so für Items finden können, beziehungsweise wo. Weil ich einfach mal wissen wollte, wo ich die ganzen Glühwürmchen herbekomme. Und dann habe ich gesehen, es gibt sogenannte Talismane. Die sind überall in der Welt verstreut. Und mit denen kann man anscheinend in den Tierverwandlungen angreifen. Also gibt es dann zum Beispiel die Affenklaue oder das Spinnengift und so. Und ich habe jetzt nicht angeguckt, wo es die gibt. Also ich habe es mir nicht gemerkt. Und ich habe die Frage an euch. Was haltet ihr davon, wenn ich mit dem Dungeon hier fertig bin? Sofern ich denn dann noch weiterspielen kann. Ich weiß ja nicht, was genau dann passiert oder was kommt. Das ist ja alles noch eine große Überraschung. Aber was haltet ihr davon, wenn ich dann ein oder zwei Parts damit zubringe, mir vorher rausschreibe, wo ich welche Items finde und dann wirklich 100% der Items 100% der Items hole, die man finden kann. Also hier die ganzen Glühwürmchen, alle Warp-Squids. Da gab es da noch mehr. Genau, alle Herzteile. Und eben die vier Totems oder Items oder die Dingens hier. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hatten auch unseren Namen. Also, was haltet ihr davon? Schreibt ihr das in die Kommentare und dann mache ich das. Also, ich würde es zumindest gerne so machen. Weil irgendwie, ich spiele zwar blind, aber ich fände es trotzdem cool, wenn ich am Ende alles hätte. Und ich meine, es macht mir auch nichts aus, da in den Walkthrough, in den Listen reinzugucken. Also, für sowas ist mir das nicht zu schade. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Vielleicht seid ihr ja wirklich so komplett hardcore, dass ihr denkt, nein, niemals. Ihr seid dann auch so Leute, die sich in GTA 4 die Tauben alle komplett selber suchen und nicht Walkthroughs benutzen oder in Assassin's Creed alle Flaggen sammeln. Oh Gott, nee, sowas könnte ich nicht. Ich meine, ich würde, wenn ich das alleine spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch alles selber suchen, so ist es nicht. Also, da gefällt mir Shantae schon gut genug und das ist ja auch nicht so eine dämliche Suche wie nach den Flaggen in Assassin's Creed. Warum habe ich mich überhaupt wieder zurückverwandelt? Weil die Flaggen in Assassin's Creed, die bringen ja rein gar nichts. Deswegen ist das voll stumpf, die zu suchen. Aber hier bringt das ja was. Und ja, mir macht das Spaß, sowas zu suchen. Zumindest in dieser Form hier von Shantae. Nicht, wenn es eine wirklich ganz offene Welt wäre, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Ach, muss ich das Vieh wieder besiegen. Aber da ich es ja jetzt so mit Aufnahme spiele. Oh, was bist du denn? Da ich es mit Aufnahme. Pass mal auf hier, Junge. So, jetzt muss ich aber endlich mal sagen. Da ich ja mit Aufnahme spiele, kann ich mir vorstellen, dass das, wenn ich alles selber suche, das dauert sicher noch so 2, 3, 4 Stunden, weil ich dann wirklich alles haargenau abgehen werde und absuchen werde. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Zuschauen verdammt langweilig wird. Deswegen wollte ich das nur vorschlagen. Ich kann es natürlich auch, wenn ihr wollt, kann ich das auch alles so suchen. Das wäre auch kein Problem, hätte ich nichts gegen. Aber da müsste ich eben im Klaren darüber sein, dass ich sehr lange dafür brauchen werde. So, was ist das denn? Hallo? Scheint nur Hintergrund zu sein. Ist da oben irgendwas? Nö. Boah, was ist denn da oben? Ach, das ist nur so ein... Oh, da geht's rein. Da brauche ich den Affen für, der Pirat ist zu groß. Moment, das machen wir doch mal eben. Verwandle dich zurück. Und dann verwandle ich bitte den Affen in das kleine, süße, niedliche Mini-Äffchen. Von welcher Art ist das eigentlich? Oh, da geht's runter. Oh, das ist gemein. Warp Squid, yay. Ja. So. Bla, 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 genau. Ja, nimm mit. So, hier ist sonst nichts mehr, ne? Das ist gut. Was soll das hier darstellen, dieses im Hintergrund? Soll das Geheimgänge auf Geheimgänge hinweisen oder brauche ich das für die nächste Verwandlung? Hat die irgendwas Bestimmtes? Mal schauen. Aber erstmal ich kann irgendwie immer noch nicht reden. Das hat sich seit der Aufnahme von Little Big Adventure 2 nicht geändert.
Ich bin irgendwie... Keine Ahnung. Wie auch immer, ich spiele trotzdem weiter, weil ich habe gerade richtig Lust darauf und ich möchte das machen. Und ich möchte Shantae weiterspielen. Weil das Spiel ist voll cool. So langsam komme ich ja auch mit der Oberwelt klar. Vor allem, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt mehr Herzen habe. Und mehr Tricks und so. Ach, ihr seid... Geh weg. Geh weg. Du siehst aus wie eine Banane irgendwie. Ah, okay. Aua. Oh. Die sind jedenfalls doch einfacher zu besiegen, als ich dachte. Aber was geht im Moment? Da hinten ging es hoch. Ich möchte erstmal nach oben. Genau hier. Komme ich da... Da komme ich doch gar nicht hoch, oder? Doch, komme ich. Wunderbar. Jetzt sind da oben bestimmt nur Stacheln. Nein, nein. Ach, verdammter Mist. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Weiter links müsste ich hoch, denn dann könnte ich schön hoch zum Warp-Squid. Da war ja noch einer. Das werde ich machen. Aber, ja, sonst, Moment. Komm. Aua. Du sollst nicht auf mich zukommen, du sollst sterben. Das meinte ich mit komm. 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 Ey, was? Er hat doch genau gesehen, dass das Schwert durch den durchgegangen ist. Und er hat keinen Schaden genommen. Was soll das? Naja, was soll's. Ich meine, wir haben ihn ja trotzdem besiegt. Schon wieder so ein großes Ding. Muss ich schnell vorbei. Es geht noch weiter. Da brauche ich den... Ah, da komme ich so nicht durch. Moment. Bin ich zu groß für... Leider, leider. Ach, da ist ja... Geh da rein. Ach, Shantae. Ja, ich spiele mit einem... Controller. Mit dem Analogstick. Das heißt natürlich... Ich komme hier nicht so leicht... Ich kann nicht leicht kriechen. Weil eigentlich bräuchte man dafür das Steuerkreuz. Dann kann man natürlich beide Richtungen gleichzeitig schön drücken. Aber irgendwie geht das hier nicht. Hallo, Shantae. Gehst du da jetzt bitte rein? Ey, ich bin gleich tot. Nee. Nee, Moment. Erstmal möchte ich mich ein bisschen heilen. So. Und dann möchte ich einmal die Affenform annehmen, damit ich da durch kann, weil dann muss ich nicht kriechen, der ist sowieso so klein. Nix als Probleme hat man hier so. Ich möchte die Feuerbälle wieder haben. Und dann spring du Äffchen. Da ist bestimmt, ich wusste es doch, da ist gar nichts. Aua, ja, spring noch voll rein. Das hier wird auch irgendwie verdächtig, dass hier wie nennt man das, so ein Balkon. Das ist ja kein Balkon, aber dass da so einer ist. Ich dachte, da wäre ein Geheimgang, aber... Moment, da ist ein Geheimgang. Seht ihr das? Moment. Als ich durch die Tür gegangen bin, war da oben links... Da. Da war irgendein Raum. Wie komme ich denn da durch? Wie komme ich da durch? Da ist doch irgendwas bestimmt, oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Was ist da? Oh. Da ist ein... Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Ach, das ist wieder so ein Ding. Vielleicht sind das Teleportationsstationen. Und ich brauche einen Schlüssel. Och, das kann nicht wahr sein. Mann. Dass ich überall auch verschlossene Türen treffe, das ist voll doof. Das reißt mich voll aus dem Spielgefühl. Jetzt muss ich woanders hinlaufen. Mann, wozu habe ich denn gegen die Pinguine gekämpft und mich hier den Kugeln gestellt, die mich umbringen wollen? Aua. Die sehen auch aus, als würden die von riesigen Pinguinen rausgeschossen werden. Naja. Immerhin sind hier die komischen Bananenviecher weg. Das heißt, da kann ich ohne Probleme durch. Ey, lass mich bloß in Ruhe. Oh, hallo. Commander Kienviech. So ein Alien. Ach nee, komm. Du musst sterben. Du guckst mich so böse an. Dafür musst du sterben. Weil wenn Leute, die mich komisch angucken, die müssen sterben. So, kann ich hier eigentlich die Säule hochklettern? Nö, kann ich nicht. Schal. Dann... Oh Gott, nicht stacheln. Nein. Nur ein gutes, großes Herz. Toll, wozu habe ich mich denn geheilt? Bitte sagt mir das mal. Moment, ist da. Ich möchte mal eben gucken, ob hier noch irgendwas von Interesse ist. Nö. Na gut, schade. Hätte ja sein können. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Bestimmt springe ich jetzt von in die Stacheln rein, oder? Nee. Na gut, dann eben nicht. Finde ich sowieso besser so. Oh, was zum... Ich kann dich wieder nicht verletzen. Oh, was soll das denn? Moment, das muss ich richtig timen. Immerhin timen kann ich Sachen. Auch wenn man es nicht glauben mag. Aber daran bin ich besser als in irgendwelchen Sprungpassagen. Ich glaube, es hackt hier. Da oben ist doch bestimmt irgendwas. Aber da komme ich so nicht hin, ne? Doch, aua. Nein. Nein. Och, Shantae. Was machst du denn für Sachen? Ey, verwandle dich gefälligst. Los. 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 Endlich. So. Oh. Ach, da sterbe ich bestimmt auch, wenn ich da reinfalle, ne? So, komm, schießt du erstmal deine Kugel.
Und dann möchte ich nochmal versuchen, da oben dran zu kommen. Das wäre doch gelacht. Jawohl, geht doch. Sag ich doch, dass es geht. Ein Leben. Oh ja, toll. Das heißt, ich habe ein Leben verloren, um mir ein Leben zu holen. Ja, großartig. Wunderbar, Spiel. Dankeschön. Na, immerhin habe ich nichts verloren. So kann man es ja auch mal sehen. Oh Gott. Na, es trifft mich natürlich, war klar. Aua. Ah, noch ein Leben. Cool. Danke. So, bestimmt sterbe ich jetzt hier nochmal. Dann ist es wieder weg. Ja, ich habe nur noch wenig Lebensenergie. Ich könnte mich natürlich heilen, aber dann ist es mein Heiltrank. Ach komm. Ich wollte mich eigentlich nicht zurückverwandeln. Ich wollte... Probieren wir das mal aus. Wie viel heilst du denn? Das ist zwar der einzige, den ich habe, aber ich kann mir einen neuen kaufen. Der heilt ordentlich, ja. Das heißt, der große wäre eine Verschwendung, den zu benutzen. Mal schauen. Du verwandelst dich bitte erstmal wieder in den Piraten. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier so... Ja, das war klar, da geht's nicht weiter. Oh nein, nicht dieses Vieh. Okay, das... Aua. Das geht einfacher als beim letzten... Ja, genau, das verteidigt sich nämlich. Ich erinnere mich. Mistviecher, ich weiß nicht mehr genau. So, wenn das Auge zu ist, dann geht das nicht. Aber wenn es offen ist, oder wie? Aua. Ich habe es irgendwie nicht raus, wann ich die angreifen muss. Keine Ahnung. Ob es da überhaupt irgendeinen Zusammenhang gibt mit ihren Augen und... Ah, hallo. So, du musst doch bestimmt genau. Die linke Seite ist richtig. Und die Seite muss noch. Dann musst du noch. Wunderbar, ein Schlüssel. Das ist aber nervig. Nur für den Schlüssel sind wir jetzt hier hingelaufen. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück. Aber immerhin wissen wir ja, wo die Tür ist. Das heißt, kein sinnloses Rumgesuche. Überhaupt allgemein finde ich den Dungeon hier ziemlich übersichtlich. Also der, in dem wir davor waren, der war um einiges unübersichtlicher. Mit den Spinnenweben da. Da ging es ja hoch und runter und rechts und links und hast du nicht gesehen. Und hier, aber gibt es eigentlich quasi immer nur zwei Wege. Einen mit Schloss und einen mit Tür. Zumindest bisher. Bestimmt kommt da gleich noch was ganz Fieses. Aber irgendwie, wenn das einzige Feature des Dungeons jetzt diese Puzzles sind, wo man einen Schlüssel bekommt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Dungeon. Weil das wäre ja irgendwie doof. Aber ich denke mal, da kommt noch irgendwas, weil wir haben ja noch nicht unsere Verwandlung bekommen hier. Und mit der Verwandlung gibt es dann bestimmt auch wieder irgendwelche Rätsel. Das war ja bisher nicht anders. Das war ja auch bei dem Elefant, ich wollte jetzt schon sagen, bei der Giraffe, ja. Die Giraffenverwandlung, die bringt uns, dass wir, keine Ahnung, besser getroffen werden können. So. Diesmal falle ich nicht auch das da unten rein. Gibt's da oben eigentlich irgendwas? Kann ich da hin? Vielleicht von hier aus. So, ja, geh doch bitte. Irgendwie kann ich nicht nach links. Moment, ich muss erstmal... Aha. Nein, da werde ich garantiert nicht reinspringen. Ja, da brauche ich wohl die Verwandlung hier. Oh Gott. Oh, das war viel zu knapp. Da komme ich doch gar nicht weiter. Wo muss ich denn hin? Moment mal. Nee, da unten ist ja... Oh, 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 was? Aha. Aha. Ah, dafür sind die gut. Ja, wie geil ist das denn? Das hätte mir einer mal vorher sagen müssen, dass ich da mit Chantae rein muss. Ja, wie geil ist das denn? Ja, wie geil ist das? Oh, okay. Ich nehme alles zurück, dieser Dungeon ist genial. Ein geniales Feature. Ah, oh, cool. Ey, das ist ja... Wow. Das ist ja mal richtig geil hier. Los, komm. Und hoch. Und links. Und das war falsch. Gibt's da sonst noch einen Moment? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Hä? Oder ist das einfach nur dazu da, dass ich hier reinkomme? Und dann irgendwie hier nach links kann und dann... Ah, nein, nein, nein. Autsch, Schande. Verdammt. Ist aber nicht gut. Moment, wenn ich hier reingehe, dann komme ich doch... Garantiert nirgendwo hin, genau. Dann komme ich nur... Verdammt! Ich bin gleich tot. Das ist... Nein, ich will nicht sterben. Nein! Aber dann komme ich wenigstens nur zum Anfang des Dungeons zurück und kann mir nochmal alles angucken. So, ja. Oder so geht's natürlich auch. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Das sieht auch wieder hier irgendwie so ein bisschen auffällig aus. Aber wahrscheinlich ist da wieder gar nichts. Doch. Aha. Aha, sieh mal hier, ein Warp Squid. Hehe. So, ja, genau. Und wo führst du uns hin? Nach oben. Wow, was?
Da ging es aber noch weiter. Achso, wahrscheinlich kommen wir da wieder nur nach oben. Krieg ich doch nach vorne. Ach, verdammt, ist mir jetzt egal. Da ist bestimmt nichts mehr. Und wenn da was ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Wow, 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 was zum... Was? Wo bin ich? Da waren Stacheln. Ich habe Angst. Ich will hier nicht weiter. Wo geht's denn hier rein? Jetzt sind wir hier an so einer Stelle. Okay, vor allem nehme ich jetzt auch wieder zurück, dass der Dungeon so übersichtlich ist, weil das ist er überhaupt nicht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo ich bin und wie ich zurückkomme. Oh Mann, das kann spaßig werden. Hier werde ich definitiv auch mehr als einen Part rumhängen. Hallo? Shantae, tanzt du bitte mal für mich? Dankeschön. So, jetzt mach hier noch den platt. Moment mal, wie komme ich denn... Muss ich auf den draufspringen? Ich muss auf den draufspringen mit dem Elefanten, weil... Oder so. Das geht auch. Na, ist cool, ich treffe ihn sogar. Spring! Aber was machst du denn da? Der hängt in der Luft. Der Cheater. Komm, stirb, aua. Stirb, du. Du Stein, du. Aua. Aber was soll denn das? Stirb doch einfach. Oh, hallo? Aua, ich bin gleich schon wieder tot. Ey, das gibt's doch nicht. Dann habe ich auch vor allem kein Leben mehr. Ich werde mich jetzt nicht heilen, weil ich möchte dann sowieso nochmal zum Anfang zurück. Denn da waren ja noch mehr von diesen tollen Dingern, die uns umhergeschleudert haben. So. Runter oder rechts? Rechts. Nein. Moment. Nein. Oh, verdammt, ich wollte da links drauf. Ja. Spulen wir vor. So. Gut, dann fangen wir jetzt wieder am Anfang an. Nein, was? Wir fangen hier an? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das war jetzt natürlich nicht so schön. Ich habe aber noch genug Zeit. Ich möchte noch weitermachen. Ich möchte jetzt hier diesen Dungeon irgendwie fertig machen. Ich möchte ihn bezwingen. Ich möchte sein Herrscher werden und möchte mein Schloss darin bauen. Oder zumindest meine böse Basis. Weil Vulkane sind viel zu Mainstream. Ich mache das in so einem Gletscher. Und dann übernehme ich die Welt. Wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Ich wollte Sachen kaufen, ne? Badehaus? Ach, da. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Toll. Hast du gut gemacht, Superfex. So, was hast du Schönes? Ja, komm, gib mir. Nein. Falsche Taste mal wieder. Gib mir ein bisschen was von dem hier. Ja, gib mir. Dann gib mir noch eins. Und dann gib mir noch eins. Ja. Und dann gibst du mir hier bitte noch zwei, drei. Genau. Ja. Die ganze Zeit habe ich mich geweigert, Lebensenergie spendende Items zu benutzen. Und jetzt mache ich es auf einmal, ne? Ich kann mich auch nicht entscheiden. Aber sie werden uns nützlich sein. Auch wenn wir jetzt kein Geld mehr haben. Das ist es mir doch schon wert jetzt. Denn damit kommen wir wesentlich besser klar. Wenn es jetzt noch einen Gegenstand gäbe, der uns Leben spenden kann. Also nicht Lebensenergie, sondern die kleinen Leben da unten. Ey, nein, nicht der Affe. Ach Mann, das wäre natürlich auch cool. Ich frage mich, ob es jemand geschafft hat, über 10 Leben zu kriegen. Und dann da unten, weil wir haben ja da unten eine zweistellige Anzahl an Leben. Bestimmt hat das irgendwer geschafft. Ist die ganze Zeit oben in den Dungeon rein, hat sich die Leben geholt, ist wieder raus, ohne zu sterben. So, ja, weg hier. Nein, du Blödmann. Denn, ach nö, jetzt ist auch noch Nacht. Ich hasse die Nacht. So. Aber genau, wo ich vorhin noch über die Sache mit dem Suchen geredet habe. Die Glühwürmchen werde ich mir dann wahrscheinlich nicht suchen, wenn ich das alles selber suchen soll. Denn die Glühwürmchen, die erscheinen nur bei Nacht und ich habe keine Lust, alles dann immer bei Nacht abzusuchen, immer zu warten, bis es Nacht ist, weil das wäre doof. Da habe ich keine Lust drauf. Ach, die verfolgen mich ja bis hierhin. Sterbt. Du auch. Los. Dankeschön. Du kannst mich mal gerne haben. Aua! Ich sag, du kannst mich gerne haben. Nicht mit deinem Schwert kitzeln hier. Ja, weg hier. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht wieder in Stacheln reinspringe. Das ist ja hier meine Spezialität. Das ist so mein Supertalent. Ich springe in Stacheln rein. Vielleicht sollte ich damit mal zu... oh Gott. Vielleicht sollte ich damit mal zu Dieter Bohlen gehen. Oder wie auch immer die Jury von Supertalent ist. Ich habe das schon seit Ewigkeit nicht geguckt. Überhaupt habe ich da, glaube ich, nur ein oder zwei Folgen von geguckt. Also, es
gibt da ein paar lustige Sachen, aber der Großteil von dem, was die, von den Leuten, die da auftreten, das ist einfach nur bescheuert. Also, ich gucke sowas. Ich gucke allgemein eigentlich nur sehr, sehr wenig fern, muss ich sagen. Wenn, dann gucke ich mal was, wenn ich irgendeine Serie mag, dann gucke ich so am PC. Aber sonst fern sehe ich nicht. Vielleicht mal Nachrichten ab und zu, aber sonst, nö. Da bin ich eigentlich, dafür bin ich viel zu viel im Internet unterwegs und sehe da irgendwelchen Blödsinn. Irgendwie ist die Musik cool hier. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also im Internet gibt es ja richtig viel Schwachsinn, die man finden kann. Das ist, ich meine, Let's Plays zum Beispiel, ne? Aber, naja. Es macht mir jedenfalls mehr Spaß als das Fernsehen, weil da kann ich mir immer aussuchen, was ich jetzt gucken möchte, womit ich mich verblöden möchte. Was ich dann beim Fernsehen eben nicht kann. Da bin ich an das gezwungen, was gerade läuft. Und eigentlich fast alles, was läuft, gefällt mir nicht. Ey, komm, stirb. Stirb doch! Ach, nerviges Mistvieh hier. Der hält auch so viel aus. So. Ja, ihr könnt mich mal gerne haben. Ah, war da oben noch? Nee, da oben war nichts. Nee, nee, nee. Die komischen Drehdinger waren erst hier rechts, ne? Ja, richtig. Moment, da oben möchte ich dran. Da ist doch bestimmt noch Edelsteine. Kann ich gebrauchen. Ich habe ja gerade alles ausgegeben. Bin ja bankrupt. So. Jetzt gucken wir doch mal hier. So, da oben ist nichts, ne? Da ist auch nichts. War klar. Runter sowieso nicht. Aha, da oben geht's lang. Oh Gott, das war knapp. Das war viel zu knapp. So, hier, guck mal. Chantae, mach mal mit. Tanz den Boogie. Und klettern wir hier hoch. So. Ne, Moment, da ist das Eis. Hm, noch mehr Lebensenergie kann natürlich auch nicht schaden. Jetzt komme ich hier nicht an so ein Ding dran. Doch, da käme ich dran. Ach, Mann. Komm mal her. So, Moment. Wie mache ich das jetzt am besten? Aua. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch, da wo ich herkam. Aber da komme ich gar nicht hoch, ne? Da ist ja der kleine Vorsprung. Dann gehe ich doch hier hoch. Das ist mir jetzt sicherer. Und dann springe ich da einfach runter und hoffe, dass ich mit Chantae da drin lande, in dem Kreisel. Dann wird das schon alles klappen. Ja, ich bin mir da sicher. So, komm. Hüpf. Und da unten ist ja auch noch was. Nee, natürlich nicht. Ich komme da nicht hoch. Das ist doof. Doch, hier komme ich hoch. Nee, auch nicht. Was soll denn das? Oh nein. Na, och, das ist doch doof hier. Komm mal her. Shunter her. Shunter her, ja. Komm mal her. Verwandel dich mal bitte irgendwie. Ey, was soll denn das? Ich komme nicht mehr mit dem Tanz klar. So, jetzt aber komm. Jawohl. Ist natürlich auch schade, dass ich hier nicht mit dem normalen. Ach, was heißt mit dem normalen? Mit der Verwandlung da rein kann. Das würde es wesentlich einfacher machen, aber naja, was soll's. So. Moment. Ah, da wollte ich nicht hin. Komische Dinger, ey. Aber nun gut. Hier kommen wir dann auch irgendwie weiter. Mal schauen. Aber ich möchte erstmal wieder nach links. Denn da waren ja die wirklich interessanten Sachen. Da ging es ja auch weiter. Und da bin ich gestorben. Das heißt, ich werde mein Grab besuchen. Oh ja, mein eigenes Grab. Ah, das kann nicht jeder. Das können nur Videospielfiguren. Ich glaube, so gut wie jede Videospielfigur kann das. Aber nun gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich wahrlich nicht beschweren. Auch wenn das manchmal so klingen mag. Eigentlich mag ich dieses Spiel. So. Nee, ich muss ja da. Oh Gott. Das war knapp. Moment. Nee, da komme ich. Ah. Aber komme ich da auch so. Komme ich da eigentlich irgendwie weiter? Nee, wenn ich nach links gehe, sterbe ich, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal. Moment. Was ist denn das? Oh. Ich kann also nicht ewig da drin bleiben. Ach, da wollte ich. Ja doch, das ist gut. Gehe ich mal nach rechts, da war ich noch nicht. Oh ja, fängt ja schon mal gut an. 10 Edelsteine. Stacheln ist jetzt nicht so toll. Oh nee. Moment, war ich hier nicht schon mal? Nee, war ich nicht. Aber das erinnert mich an das, wo wir erstmal den ersten Schlüssel gefunden haben. Na, hier ist kein Geheimgang, schade. So, ach, da muss ich. Komm ich da so hoch? Nein. Kann ich von da aus da hoch? Nein. Okay, da muss ich mich verwandeln. Verwandle dich schneller, Chantae. Tu es für mich. Hallo? Ich sag, du sollst dich verwandeln. Bitte. Komm mal her. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder ob das einfach nicht reagiert. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, weiter geht's. Hoch hier. Wir wollen hoch hinaus. Was haben wir hier? Ah, ein Schlüssel.
Das ist natürlich schön, dass wir den Schlüssel vor dem Schloss finden. Das finde ich gut. Da müssen wir nicht später noch rumlaufen und gucken. Wollen wir das mal drehen? Moment, ist das... Nee, das ist falsch, oder? Oder ist das richtig? Ja, was soll das darstellen? Ah, nein, ist es falsch. Das gehört nach oben, das gehört nach unten. So, und dann kommt das so rum. Und das kommt die andere Seite. Was soll das sein? Achso, das sind die komischen Viecher, die immer aus den Wasserbecken rauskommen. Wo ich gesagt habe, dass ich das timen muss. Ah, interessant. Ich kann denken. Sieht man auch nicht alle Tage. Komm her. So. Naja, genau, hier war nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und gucken uns an, was wir da finden. Hoffentlich was Schönes. Genau, da unten war ja nur der Warp Squid. Das ist ja jetzt uninteressant. Aua. Genau, die Dinger meinte ich. Naja, hättet ihr euch eigentlich schon denken können. Habt ihr euch wahrscheinlich auch gedacht. Und dann denkt ihr euch jetzt, ja, ist doch logisch. So. Ah, hier war ich noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schloss. Na, guck einmal mal an. Wunderbar. Ah, hä? Viecher. Ich hasse Viecher. Aua. Ich hasse Viecher, die mir wehtun. Dum, 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 dum. Ach, das ist aber eigentlich einfach. Ich wette, hier gibt es irgendwelche Geheimnisse, die ich dann übersehe. Warp Squid. Komm her, komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa. 3 Warp Squids in einem Paar, doch. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, wir haben jetzt genug für einen neuen Teleport, oder? Ach, nicht verwandeln scheint da eh. Was machst du denn? Ja, wir haben 4 Stück. Das heißt, wir können uns eine neue Stadt aussuchen. Welche nehme ich denn da? Also die Zombie-Stadt wäre sicher interessant, aber Scuttletown wäre auch cool. Oder die Banditenstadt, da müsste ich nicht mehr darüber laufen. Ich weiß noch nicht, welche Stadt ich nehme. Ich möchte aber sowieso alle Warp Squids haben. Aua! Ey, das kann nicht wahr sein, oder? Ihr lässt... Ich freue mich erst, dass ich hier durchkomme, weil ich den Schlüssel habe. Und dann setzt ihr mir einfach noch ein weiteres Schloss vor die Nase. Bin ich gerade gestorben? Ich bin gerade gestorben. Schön. Macht Spaß. So, oh Gott. Da geht's tief runter. Ich hoffe, da unten sind keine Stacheln. Aber ich gehe jetzt ganz weit runter, soweit es geht. Und guck mal, was wir da finden. Bestimmt nur irgendein Blödsinn. Viecher. Pinguin. Stirb, du Pinguin. Mach mir keinen Schaden. Hallo? Stirb. Stirb. Gib mir mal. Ich drücke immer die Zurückverwandlungstaste, statt hier ins Menü zu gehen. Ich wollte ja ein bisschen Lebensenergie haben. Hier, benutze mal 2 von den Dingern. Benutze sie, benutze sie. So, 1. Genau, die heilen ja immer. Nee, 3 Herzen heilen die. Okay, dann habe ich 1 verschwendet, aber. Ach, weißt du was, machst du nix. Ah, ich möchte mal die Greedy Jars benutzen. Ehrlich gesagt, so, komm mal her. Wie sieht das aus? Ah. Ah, cool, das verdoppelt sich. Die Edelsteine. Aber ich frage mich, wie lange das anhält. Bestimmt nicht so lange. Na, da oben war ich schon, dann ging es ja zurück. Dann gehe ich mal jetzt hier... Dann gehe ich ja nicht lang. Okay. Dann gehe ich doch da oben lang. Ja, toll. Der Greedy Jar hält ja echt lange. Ich glaube, da kriegt man nicht mal den Kaufpreis wieder rein. Nee. Naja, was soll's. Ist mir jetzt egal. Ich werde sie sowieso nicht benutzen. Bestimmt gibt es irgendwo eine Stelle, wo die ganz nützlich sind. Aber hier jetzt gerade, wo ich war, nicht. Schade eigentlich. Naja, so, hier war wieder... Ach, genau, der Blödmann. Nee, Moment, du hast beim ersten Mal nicht getanzt. Du sollst runden tanzen, genau. Und dann hoch und hoch, so. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt dieses Mal finden. So, oh, nicht schon wieder du. Geh mir weg, geh mir aus den Augen. Stirb, stirb, stirb. Okay, das lief gar nicht mal so schlecht. Was war hier nochmal? Hier, genau, dann gehe ich diesmal nach unten. Da geht's ja auch noch lang, hoffe ich zumindest. Nee, da geht's nicht lang. Vorsichtig. Pass auf, was du machst. So, Moment, jetzt gehe ich mal hier lang. Leben. Leben sehe ich immer gerne. Aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Wo muss ich... Ach ja, genau, das war der Geheimgang. Wo muss ich denn hin? Ah, verdammt. Wo muss ich hin, Leute? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Irgendwie stehe ich da so ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, hier muss ich nicht lang. Hä? Ich gehe nochmal in die Haupthalle. Vielleicht kriege ich da ja doch noch einen Moment. Nee. Vielleicht finde ich da ja doch noch einen Weg nach oben. Ich hoffe es zumindest mal. Ansonsten habe ich jetzt nicht so die Ahnung, wo ich lang muss. Da oben ging es nur zurück zum Eingang. Hä?
wir erstmal wieder Pirat hier. Denn wir müssen klettern können. Und dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Ja, ich könnte hier, aber das bringt mir ja nichts. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Ah, schau mal einer an. Aber es geht nicht runter. Okay, das ist interessant. So, hier ist nichts weiter. Kann ich mich da unten, da nach unten schleudern lassen? Nö. Also ich kann schon, das bringt mir aber nichts. Da ist nichts. Da ist... Hey, da ist was. Das ist ein Warp Squid. Ja, den nehme ich direkt mit. Ups. So. Ansonsten... Tja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Schnitt. Und beende die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.